Die 6 besten Ärzte der Welt, sie unterstützen dich, egal wo du bist, egal in welcher Situation das du bist, mit Vitalität und Lebenskraft und auch Lebensfreude. Die 6 besten Ärzte der Welt, ich habe da dann noch zwei. Ja, mir fallen dann noch zwei ein. Und du brauchst nur 5 Dinge zum Überleben. Und davon gehen 3 vollautomatisch, komplett von selber. Wir fangen vorne an. Die 6 besten Ärzte der Welt. Der erste beste Arzt der Welt ist Sonnenlicht. Rausgehen in die Natur. Sonne, Licht auftanken. Der zweite weltbeste Arzt ist Ruhe. In die Ruhe kommen. Ist auszuhalten, wenn es ruhig wird. Ohne Ablenkung, ohne Beschallung, ohne irgendwas. Einfach ruhig zu werden. Der drittbeste Arzt oder der dritte von den 6 besten Ärzten ist Bewegung. Rausgehen, sich bewegen, seinen Körper zu aktivieren, ihn zu stärken, ihn in Bewegung zu setzen. Der fünfte ist Vertrauen. Vertrauen beginnt immer bei uns selber. Es beginnt beim Selbstvertrauen. Es beginnt sogar beim Urvertrauen. Urvertrauen ist etwas ganz Tiefes und ganz Kräftiges. Urvertrauen in sich, in sein eigenes Leben. Und dadurch entsteht Selbstvertrauen und dadurch können wir anderen Menschen erst anfangen zu vertrauen. Das heißt, Vertrauen beginnt da. Dieser Arzt ein ganz wichtiger, Vertrauen. Und der sechste, und wie gesagt, es gibt noch zwei. Der sechste ist Freunde. Jemand hat zu mir einmal gesagt, der ist circa 66 oder 67 Jahre alt und der arbeitet Tag und Nacht, immer noch in seinem Büro mit seinen Mitarbeitern. Und ich habe ihn gefragt, wenn wir jetzt dein Unternehmen so strukturieren, damit du Freiraum bekommst, damit es du leichter bekommst, dass du mehr Freizeit hast, Freiheiten, kannst du da nicht mit deinen Freunden irgendetwas unternehmen? Einfach nicht zu arbeiten. Und er hat zu mir gesagt, er war ganz traurig und hat gesagt, irgendwann haben mich meine Freunde aufgehört anzurufen. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe nur gearbeitet. Darum pflegen wir sie, solange sie noch da sind. Alles, was wir pflegen, wird stärker und kräftiger. Und bevor wir jetzt zu den 2 übrigen besten Ärzten der Welt kommen, die dich überall auf der Welt voll und ganz unterstützen. Es braucht 5 Dinge zum Überleben. Stell dir das vor. Und 3 Dinge gehen vollautomatisch. Die 5 Dinge sind: Wasser brauchen wir. Wir brauchen Flüssigkeit, Wasser. Unser Körper braucht Nahrung. Ja, klar. Unser Körper braucht einen Herzschlag, damit mal grundsätzlich alles halbwegs anfängt zu funktionieren. Dann brauchen wir Atem. Wir brauchen Schlaf. Und 3 Dinge macht der Körper vollautomatisch, selbstständig. Schlaf, Atem und Herzschlag macht er selber. Jetzt brauchen wir noch gutes Wasser, Flüssigkeit und gute Ernährung. Und jetzt zu den 2 Ärzten, die bei den anderen 6 noch als Ergänzung dazu helfen. Das ist viel und gut schlafen. Das wirkt Wunder. Das ist so entspannend. Das ist einfach Spitze. Und gutes Wasser. Gute Flüssigkeit für den Körper. Wenn du auf diese Dinge schaust, dann wirst du merken, du bekommst mehr Vitalität, Lebenskraft und Freude. Pfleg genau diese Dinge. Das sind Pflanzen, die muss man pflegen, die muss man hüten, auf die muss man gut schauen. Wenn man das macht, dann wird man kräftiger, stärker und immer vitaler. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bitte!